Peace, ihr Camper, und willkommen zurück bei Let's Play Daisy Banditen wie wir. Wir sind zurück in Tscherno, brenzlige Situation. Ich sag mal, hallo, Hanno. Hallo. Hallo, Hajo. Hallo. Und hallo, Mister. Hallo, hast du ein Visier? Hajo, hast du ein Visier? Ja. Entschuldigung, dass wir unterbrechen, Jailer. Wir haben gerade ein... Ah, er geht weg, die Sau. Mist. Habt ihr geschossen? Ich hab noch einen Schuss abgegeben, aber... Ja, da oben sitzt jemand, Leute. Da, ungefähr da. Ja, bei mir habt ihr dann gesehen, Leute, leider zu spät. Entschuldigung, Jailer, dass ich dir in die Moderation gefallen bin, aber das muss jetzt schnell sein. Ist okay. Jetzt ist er nämlich, ich habe nämlich gemerkt, dass er nach innen wieder geht. Also jetzt in, ach so, shit. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen, jetzt laufe ich hier rum, ist ja auch geil. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir immer noch. Also soll ich mal zu Mister laufen, nach Novoselki und, keine Ahnung, Hajo, was willst du denn machen? Also ich find's besser, wenn zwei zusammen wären, weil es ist total kacke, irgendwo hinzuspotten und du weißt nicht, was in deinem Nacken passiert. Ja, dann bleib ich mit unten. Also ich würde gerne mal in die Stadt laufen halt. Ich mir ist es auch egal, wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf, aber ich hab... SKS-Schüsse. Ja. Und AK. Oh, das ist genau vor uns. Da betteln sich zwei. Warte, jetzt bleibe ich auch nochmal hier, das ist direkt bei uns irgendwo. Da würde ich auch sagen können. Wahrscheinlich Polizeirevier oder so, würde ich sagen. Nee, Containerhafen eher. Containergebiete. Den hatte ich die ganze Zeit im Blick, da war nix. Ich gehe mal auf die Baustelle. Ich leg mal mich wieder hier hin. Moment. Aber wenn der vom Sniper-Gebäude hierher guckt, sieht er hier wahrscheinlich den nackten Hügel, ne? Ja. Dann sieht er uns hier liegen. Ja, ich bin die ganze Zeit sehr, sehr offen. Das ist, Ja, ich habe mir gerade auch überlegt, ich gehe nicht Taktik die Baustelle hoch. Ja. Weil dann können die genau sehen in die Baustelle und könnten mich da wegknallen. Also ich würde ja loslaufen, also ich... Ja, cool, ich überlasse euch das jetzt am Container. Ich renne zu Mister nach... Ich meine, klar, schon mit ein bisschen... Es wäre cool, wenn irgendeiner von euch Snipern uns ein bisschen becken würde oder mich becken würde. Ist mir egal, wer mitkommt. Ja, Moment. Dann, ich laufe dann da jetzt rein, weil ich sitze hier die ganze Zeit rum und sehe nichts. Auch wenn ich wahrscheinlich draufgehen werde, Leute. Aber das tue ich für euch. Für euch, Alter. Kann ja nicht immer nur im Gras hocken und nichts sehen. Also ich laufe gerade jetzt nach hinten wieder weg, nach Westen, nach Osten wieder weg. Da, wo wir hergekommen sind, auf den Hügel. Ich gucke, ob ich dich sehe. Also ich habe diesen scheiß Zitterbug immer noch, aber... Ich glaub, hast du denn Feuer an? Nein, ich habe doch meine Axt auch noch verloren irgendwie unter der Scheißtanne. Du brauchst nicht erwähnen, den Zitterbug wirst du nicht los ohne Feuer. Ja, den wirst du halt immer behalten Feuer. Sonst. Hajo, siehst du wen? Nee, leider nichts. Habt ihr auf den Typen geschossen, ne? Nö. Oben. Aber in dem Durchgang halt. Also wenn ich jetzt nicht total blind, blöd und doof bin, dann liegt der da oben. Ich sehe ihn auch gerade. Im Durchgang. Ja. Oh, im Durchgang? Ich habe gleich Schussfeld. Ja, der zielt irgendwie grob in unsere Richtung. Oh. Vielleicht hat er mich gesehen. Vielleicht hat er mich gesehen. Ich liege hier total offen. Wie ein Schnitzel in der Pfanne. Ja, ich bin ja hier den Hügel hochgelaufen. Das könnte gut der sein. Läuft wieder nach Westen in den Tunnel rein. Hajo, du siehst auch geil aus, ohne Waffe bei mir in der Hand. Ja, ich laufe jetzt weiter über die Schienen Richtung Norden. Und Mister, bist du denn da oben noch in der Hochhausstadt? Ich bin oben in dem Hochhaus, ja. Okay. Hoffe, dass ich da lebend ankomme, ohne dass mich hier einer... Ich roll mich mal ein bisschen tiefer hinter die Steine. Nicht, dass er uns gesehen hat und... Ja, es ist echt ein bisschen gefährlich, was ich hier mache. Anders positioniert. Aber wenn ihr euch nicht bewegt, es kann gut sein, weil ich dahergelaufen bin, dass da seine Sicht auf mich war, ne? Ja, das sieht er natürlich sofort, wenn da sich was bewegt, wenn er da in die Richtung geguckt hat. Hallo, Hajo. So. Ich leiste einen wichtigen Beitrag. Ich beschütze Hajo von hinten. Ja, das ist ja eigentlich leider nicht so actionreich, aber es wäre eigentlich eine wichtige Aufgabe. Gerade als Sniper wünscht man sich das wahrscheinlich gerne, dass man immer einen Spieler bei sich hätte, der nach hinten alles absichert. Aber das macht natürlich ungern Spieler, weil das halt langweilig ist. Deswegen, ich bin gerade auch auf Messers Schneide hier, ich überlege, was ich tue. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas rumliegt, da oben. Rumliegt? Also warte, ich muss erstmal rausfinden, da läuft wieder einer, aber der ist Bambi. Wo? Oben am Turm.
Der klettert nach oben jetzt. Ja, schieß ihn ab. Versuch's mal. Ja. Ja, ich bin überhaupt nicht sicher. Ich würd in die Stadt laufen, aber nur mit Unterstützung eines Snipers. Dann laufe ich auch alleine. Oh, der wollte sich nur umbringen, der Bambi. Was macht der denn noch? Ja, Mister, ich muss jetzt mal rausfinden, in welchem Hochhaus du bist. Ja, Das ist leider etwas schwierig bei den Mengen der Hochhäuser hier. Ja, das war... Warte mal. Das ist eins von den kürzeren, glaube ich. Du kommst, warte mal, lass mich mal einmal kurz. Ja, eins, zwei. Bist du denn auf dem Dach oder in einem Stockwerk? Ich bin im obersten Stockwerk. Mhm. Ja gut, das sagt mir aber jetzt noch nicht, wollte ich nur mal generell wissen. Ja. Aber du willst ja auch in einem sein, das dann mit den Wohnungs-, mit den Fensterseiten zu. Mit der Balkonseite nach ich Süden sein muss. Und ein flacheres, also kein großes. Südseite denn, weißt du das noch? Die erste Häuserreihe? Nee, ich bin, warte. Erste Häuserreihe geht auch nicht, weil die alle schräg stehen nach Süden. Ja. Lass mich, da ist kurz bevor. Nee, kurz nachdem. Da ist doch dieser Bogen. Du hast ein Stück Teerstraße und dann geht das ja hier so als kleine Landstraße weiter. Du kommst. Aus welcher Richtung kommst du? Von Süden. Ich bin schon in der Stadt mittendrin, in Novoselki. Ich hoffe, dass das Novoselki ist. Nicht, dass ich jetzt in Dubki bin. Scheiße. Also, oh Gott, das muss ich jetzt immer rausfinden. Ist das ein Grafikbug oder liegt wer in der Baustelle? Ich habe die Baustelle gerade nicht in Sicht. Ich glaube, es ist nur ein Grafikfehler. Einfach mal runter. Es ist schwer zu erklären, wenn ich weiß zwar, wo ich hingelaufen bin, aber ich komme runter. Ach, ich bin auch in Dubki. Nee, echt jetzt? Dann bleib oder? Ich. Warte mal, hier ist ein Bürogebäude und Finanzamt? Nee, das ist Dubki. Ja, ist, das ist Dubki. Dubki. Na, dann könntest du vielleicht den Funkturm mal gucken. Ich glaube, ich mache jetzt YOLO. Wenn du schon da bist. Meinst du, ich soll auf den Funkturm gehen? Bin ich natürlich auch ein leichtes Ziel, oder? Na gut. Nee, ich guck mal unsere Position zum Funkturm. Also ich sehe den Funkturm. Also ich sehne auch, aber das ist ja halt... Na Gott, dann gehe ich auf den Funkturm. Relativ weit weg. Okay, ich möchte über 600. Erstmal möchte ich, dass du mir deine Streichhölzer gibst, oder mir sagst... Ach so. Oder irgendein Messer. Ich habe kein Messer, ich habe gar nichts, um dieses scheiß Rinde vom Baum zu holen. Ja, das ist nicht auch mit einer Axt. Komme ich jetzt doch erst zu dir. Nee, ich habe ja keine Axt mehr. Die ist irgendwo in einer Tanne hängen geblieben. So, komm, Leute, ich lauf jetzt mal vor zur Mauer. Ich bin hier. Aber dann jetzt ist keiner da, der dich decken kann, ne? Ja. Sonst warte mal 2 Minuten, dass ich mir einen kurzen Feuer machen kann, weil ich kann hier überhaupt nichts sehen so. Ich laufe jetzt in den Wald Richtung Turm. Ach so, kommst du zu dem Turm? Ja, ich komme jetzt in deine Richtung. Weil ich kann das Feuer auch schlechter im Hochhaus machen. Ja, es ist ja gut, ja. Ayo, du siehst mich, nehme ich mal an. Dann gehe ich zum Turm jetzt hoch. Ja, du stehst an der Einfahrt jetzt, ne? Das sehe ich noch, ja. Oh, hier hat einer nachgeladen. Ich gucke mich mal nur ein bisschen um. Lasst euch nicht von Soundbugs verrückt machen. Nee, aber durchgeladen. Nicht nur ein halber Sound. So, jetzt habe ich natürlich mich umgedreht und die Richtung verloren hier. Wie super. Doch diesen blöden Turm gerade noch gesehen. Lalala. Oh, ich will den scheiß Turm nicht. Ich bin zu gut für alles heute. Spielermeldung, 2 Stück. Wo? auf der westlichen Containerseite vom Gebäude. Rotes Camperhaus. Also das ist 2-stöckige rote. Okay. Und die unten die Tür zu und einer oder 2 Spieler oben. Ach, die sind drinnen? Ja. Oh, das ist doch schön. Wenn die sich zeigen, dann kannst du die auch schön wegholen. Ach so, das rote. Ja, okay. Alter, das ist nicht mein Tag heute. Ich finde den scheiß Turm nicht. Ach, Mensch. Also von unserer eigenen Position, weiß nicht, was weißt du denn überhaupt, wo du bist? Ja. Dran ich bin jetzt genau nach Westen schauen. Ich weiß, welches rotes Gebäude das ist. Ich habe das gerade gesehen. Ach nee, ich gucke auf die Rückseite. Ach Quatsch, ich sehe die Tür gar nicht. Wie heißt denn das da? Dubki. Ja, du bist schon in Dubki und findest ihn. Da musst du zur Südseite rennen von Dubki. Nach Süden. Ja. Das Problem ist, ich bin mir nicht mal sicher, dass das Dubki ist. Was ist das hier für eine Kacke? Hajo, die sind in diesem Haus, das gleich an der Mauer anschließt beim Containerpark, ja? Das rote.
Ja, genau, im Westen. Okay. Hast du einen Kompass, Mister? Nee. Ach, die sehe ich jetzt auch nicht mehr. Wir gucken von hier auch auf die Rückseite. Wir haben die Tür nicht im Blick. Ja, ich weiß. Ich hänge dir jetzt die ganze Zeit am Wärter auf, ich müsste. Ja, dann renne ich hier raus. Das ist ja auch blöd, wenn ich hier nur im Schuppen stehe. Ich überlege gerade, ob ich auch tatsächlich. Warte mal. Du weißt also nicht, wo du bist. Also, du hast gerade überhaupt keinen blassen Schimmer, wo du bist. Nee, im Moment bin ich gerade total entsetzt, weil hier sind Häuser, die hier nicht sein sollten. Ja, da kann ich dir leider. Ich weiß ja auch nicht, wo ich hinlaufen soll jetzt. Warte mal. Ich glaube. Ich war in Chapevesk. Da müsste ich ja jetzt hier noch weg. Dann bin ich ja jetzt gleich. Ich könnte mal in die Baustelle hoch, das geschlossene Treppenhaus, und von da gucken, ob ich einen besseren Blick. Ich bin in Dubki. Auf das rote Haus kriege. Das ist die östliche Hochhausstadt. Dann war ich in Chapevesk. Ja, Chapevsk, ja. Was auch immer. Und jetzt bist du in Novoselki schon. Jetzt bin ich in Novoselki. Ja, dann weißt du jetzt auch so wieder, wo du hin musst. Nehme ich mal. Ja. Oh, hier von hier kann ich ja auch auf den Dings gucken, schön. Ja, weil ich. Deswegen habe ich schon gewundert, dass ich so nah dran bin an den Turm. Da brauche ich ja noch nicht mal auf den Turm gehen. Aber das. Also der andere Standort war besser, fand ich. Ja, jetzt komm doch bitte erstmal zum Turm. Ja, ich bin noch dabei, aber ich will hier nicht aus dem Wald raus. Jetzt verläufst du dich schon wieder? Nein. Aber ich nutze diesen ganz dünnen Waldstreifen hier, um nicht so voll offen zu sein. Und meins ist auch egal, wenn ich jetzt abgeknallt werde. So orientierungslos wie die ist, tut den Schuss. Ja. Der kommt ganz gut. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich abgeknallt, weil ich hier jetzt die ganze Zeit rumgelaufen bin. Es kann nicht sein, dass ich gar nichts sehe hier, ey. Überall Schüsse, aber kein Arsch zu sehen. Wie immer. Ja, ich bin jetzt. Ich hasse es langsam. Hinter diesen zwei grünen Häusern da. Ja, komm zum Turm. Ja. Ich versuch's. Alter, so planlos war ich ja schon lange nicht mehr. Ich würde ja versuchen, zum roten Haus zu laufen, nur wenn du sagst, es sind zu zweit oder zu dritt, habe ich da wahrscheinlich sowieso nicht viel. Nee, die werde ich dann sofort unten ab, wenn du die Tür aufmachst und da durch willst. Dann nehme ich ab sofort. Das werden die ja sehen, wenn da einer auf das Haus zukommt, den Third Person. Ach ja, doch, das eine Zimmer ist ja auch noch. Hat das Fenster nach vorne. Ja. Ich bin gleich oben. Es dauert nur dieses Bergaufsteigen hier. Ich bin in der kleinen Blechhütte. Aber sag bitte vorher, bevor du reinkommst, weil ich schieße sonst. Falls sich da einer zeigt. Baustelle war keine gute Idee. Der Winkel ist für so schlecht, dass ich stehen müsste. Du hast geschossen, Scheiße. Ne? Nein. Du wurdest geschossen. Ja. Tot? Nee, ich blute hart. Ja, haut ab da, Position der ist aufgeflogen. Der schießt aus dem roten Haus, bin ich der Meinung. Das kam von links, von mir. Ja, ich laufe runter und nach Osten, würde ich mal sagen, erstmal weg. Ja. Brauchst du irgendwie ein Backup, irgendwelche Medizin oder sowas? Wenn das nötig ist. Ich würde sagen, wenn dann mit, ne? Christa, du bist doch schon, musst doch langsam hoch sein, hier sein. Ich bin jetzt, ich komme da jetzt gerade durch endlich. Den... endlich. So. Ich scheiße. Komm jetzt rein. Osten ist eigentlich... Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Schuss von hinten kam. Jetzt bist du wahrscheinlich in den falschen... Falsche Tür. Ja, SKS von Egal, gehe ich Osten hinten wieder aus. Raus. Echt? Warte mal. Nämlich, der hat mich, so wie das Blut gespritzt ist, Von der Seite. Dann versuche ich dir mal zu helfen. Wo bist du denn? In der Blechhütte. Mister, hier. Mein Gott, komm hier. Hier ist eine Blechhütte. Wieso sehe ich dich nicht? Hier. Ach, die Blechhütte. Meine Güte. Das ist immer eine schwere Geburt mit dir heute. Ich sag ja, mit mir kannst du heute keinen Blumentopf so, mehr gewinnen. Jetzt kriegst du von mir die Streichhölzer. Du meinst, Hajo, der hat dich von dem Hügel beschossen, wo wir ganz am Anfang lagen? Danke. Ja, würde ich sagen. Genau von der Richtung, wo wir waren und eben die ganze Zeit. Hast du Stöcker? Willst du jetzt den Feuer machen? Okay. Ja, hier drin geht das, glaube ich, gar nicht, oder? Ja, du musst ja woanders machen. Also. Ich gehe rüber in die andere Hütte. Also ich hatte ich gehe mal in den Norden Wald geguckt. Wieder. Ja. Ich bin jetzt auf der Baustelle. Danke. Bitte. Also da bin ich schon weg. Ja, ich weiß. Ich will gleich nur umgucken. Ich muss mal kurz eine Auszeit nehmen hier. Ja, weil ich bin ein bisschen gefangen. Ich kann sag mir ja mal nicht... Bescheid, wenn du wieder dabei bist. Ja, klar.
Dann können wir zusammen weiterziehen in dein Hochhaus. Ja. Sitzt da jemand? Liegt da jemand oder ist das nur ein Busch oder so ein Kack oder? Also ich bin die Baustelle unten wasserseitig entlang gelaufen Richtung Osten und da ist mir eingefallen, beziehungsweise habe ich mir gedacht, der Schuss muss von hinten gekommen sein, also von Osten, und dann bin ich abgedreht und dann wurde ich wieder geschossen. Okay. Ich bin der Meinung, ich habe die letzten Schüsse aus Richtung Westen gehört, als du beschossen worden bist, aber auf mein Gehör ist aber auch nicht so verlassen, muss ich leider sagen. Von der Lücke, die ich gesehen habe. Da. So, ich bin jetzt erstmal auf Höhe der Baustelle nach Norden gelaufen, bei der Kirche, die da kommt, Schuss. Das kommt doch aus dem... Ja. Jacke getroffen. Also. Ich bin jetzt schon wieder getroffen worden? Nee, nur das eine Mal. Ich bin der Meinung, das kommt aus dem Containergelände, aber... So. Oder jedenfalls von der Richtung. Falls wir nochmal klären wollten, dass das höchste Gebäude, da ist niemand auf dem Dach. Okay. Niemand. Also, ja, nicht mehr, ich hab da jetzt tot wieder. Westen und Osten habe ich beste Sicht drauf, ne? Nur natürlich in dem Durchgang weiß ich nicht. Aber sonst auf dem Dach ist gerade keiner. Oh Mann, ey. Auch das hohe Dach nicht. Auf mich hat auch keiner geschossen. Das ist, meine Jacke ist total kaputt, deswegen friere ich hier die ganze Zeit. Habt ihr also nicht ausmachen können, von wo der geschossen hat? Ne, wir haben unterschiedliche Meinungen, sagen wir es mal so. Achso, ja gut. Also du meinst aus dem roten Haus dann? Ja, mehr so von der Richtung, ja. Also ich stand oben, oder ich hockte ganz oben hinter so einer Palette. Mhm. Na gut, dann... Ach, seid ihr auf der Baustelle, oder was? Mhm. Ich war auf der Baustelle. Ich bin jetzt, vor der Baustelle im Prinzip. Genau, ein Sniper gewesen sein, ne? Die werden mit Sicherheit hin und wieder auf die Baustellen gucken. Ja, ich würde sagen Winchester. Aber vermutet hätte ich Osten, wo wir herkamen vom Hügel. Es war auch nur Winchester. Ach so, also in den Rücken quasi. Ja. So. Ich bin fertig. Ja, dann komme ich jetzt wieder zu dir und dann zeigst du mir, wo du gesessen hast. Also der Rucksack ist noch relativ heile, nur die Jacke ist jetzt... Also hat er am Rucksack vorbeigeschossen. Mhm, oder schön. Doch nicht im Rücken. Ich versuche jetzt vom Norden die Stadt durchzukämmen. Ich laufe jetzt erstmal einfach übers Feld. Mal gucken, vielleicht ziehe ich ja Schüsse. So, kommt und holt mich! Gelände. Heiß und fettig, heiß und Feuer fettig. Feuer kannst du brennen lassen. Ja, ist aus jetzt. Achso, bist ich du bin da noch drin so oder wo bist du? Nee, ich bin auf einer Seite raus jetzt. Hä? Ja, dann. Bei mir brennt das noch. Oder glüht noch, sagen wir es mal so. Hajo, du bist jetzt im Norden, ja? Ja, los, renn vor und zeig mir das hoch aus, falls du das wieder findest. Ja, von der Baustelle, bist bei mir genau oberhalb der Kirche. So weit schon wieder. Also auf mich hat keiner geschossen. Bis jetzt. Und ich bin so übers freie Feld gelaufen. Bist du, sieht aus wie so ein Kanickel, das über dem Feld doppelt hier. Nein, mach ruhig weiter, ist doch egal. Das sieht für deine Aufnahme auch scheiße aus. Na, wieso das denn? Dann haben die Leute halt was zum Schmutz. Lachen, ne? Jetzt, ja, jetzt hast du eben, wir wappen sie und schleidest da halt im Stehen durch die Gegend. Ja, ist auch. Wie so ein Cheater. So wie? Das ist mein ganz persönlicher Cheat. Ja, ist aber ein schlechter Speedhack, weil du bist nicht schneller als ich. Das fällt dir nur nicht auf. Riva. Der war zu billig. Muss man auf die neueste Version updaten. Gibt's nicht. Das war hier One-Way-Ticket ohne Updates, Lifetime. Linksschüsse. Hier habe ich mal meine SKS verloren. Bist du? Sonst, ja. Was? Ja, renn du weiter. Ich hab dich gerade überholt und da fiel mir ein, das ist ja blöd, weil ich nicht weiß, wo es hingeht. Ich höre diese verdammten Schüsse. Warum ist es in diesem Spiel so? Das macht mich langsam wütend.
Ja, weil die halt gut versteckt sind, die Leute. Ach, papalapap. Unsichtbar. Ich glaube, ich habe mir den durch den Schuss den Arm gebrochen, was nicht angezeigt wird. Mister, da warst du ja ein Schapef. Du willst das Schapef, ne? Ich habe leider nichts, kein Morphium. Oh, hier läuft ein Zombie hinter uns her jetzt. Aber wir laufen weiter, lauf mal weiter. Puh, Morphium habe ich einmal. Da sagt doch gar nichts jetzt. Ansonsten mache ich mir einen Mister? Stock, ich bin ja im Wald. Mister, ja, ich, ja, ich mag nicht übers freie Feld laufen die ganze Zeit. Nein, ist ja in Ordnung, aber du läufst aber nach Schapefsk, ne? Ja. Da warst du in Schapefsk und nicht nur Wuselki die ganze Zeit. Ja, sag ich doch, Schapefsk. Ja, deswegen hast du war jetzt ich auch so gesagt. Schön, doch, habe ich vorhin schon gesagt, dass ich vermutlich auch. Ja, vorhin, ja, als du dich verlaufen hattest. Aber ja, du dachtest, halt wir dachten ja, du wärst in Novoselki. Schön war, ja, dachte ich bis dahin auch. Bis ich dann merkte, da, so, da sind Häuser, die gar nicht sein sollten. Ich hatte auf jeden Fall eine super Aussicht. Ja. Da hätte ich aber in Novoselki lange in die Hochhäuser nach dir suchen können. Ja. Und ich raste hier lange aus. Aber ich finde es ja schön, dass du suchst. Ich laufe übers freie Feld jetzt. Kommt und holt mich. Jayla hat die Geduld verloren. Hey, ich reiß jetzt voll aus. Ich bin voll. Das ist Kamikaze hier, ist mir egal. Na, ich hab dich gesehen. Ich bin aber weiter östlich. Ich weiß, wo du warst ungefähr, aber es nützt ja nichts. Wuhu! Hast du das Ingame gerufen? Nein. Das habe ich mir noch nicht getraut. Also, können wir kaputt lachen hinter Mister jetzt und laufen mit ihrem Waffen, sie backen die ganze Zeit, das ist süß. Das macht dich an, ne? Nee, das sieht voll irgendwie crazy aus. Na, passt ja heute. Ich bin gespannt, welches Haus, wo die mich hinführt, echt. So ein langer Weg. Auch. So, das war's nicht. Ich muss mich mal eben orientieren. Fliege, geh weg, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Und nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Woo. Oh, hier jetzt am Loothäuschen läuft es auch noch lang. Klar. Boah. Ja, aber wir sagen nur durch die Wälder, damit hier nicht gesehen wirst. Und dann läufst du direkt am Loothaus. SKS. Ja, ist mir doch egal. So, lass mich gucken. Ich glaube, hier muss das gewesen sein. Ja, du bist ja eine. Ja, dann geh doch da rein. Bäm. Ja, ich guck noch. Ach so. Ich bin nämlich aus dem Wald irgendwie rausgekommen. Siehst du mich, Hajo? Ja, es wird ja eins von diesen gewesen sein. Dann nehmen wir das vordere natürlich. Ja, ich dachte, das hier hinten war's. Was? Welches? In die Hochhausreihe auch reingelaufen. Muss ich von oben sehen. Die ganze im, ich gehe jetzt hier diese mal rein. Drei, die ganz im Osten stehen. An der einzelnen Straße also, da. Also habe ich nicht gesehen. Was nee, machst das, du denn? Also du läufst bei mir ganz komisch aus. Ja, du was auch. Machst du denn immer? Erstmal einen Stick bauen ich und bleib nur stehen essen. Zwischendurch. Bei mir slidest du und total konfus durch die Gegend irgendwie. So. Was ist das hier nicht? Ja. Deck mich am Heck, aber hier gehen wir jetzt rein. Ja, dann. Da war ein Peter Lustigwagen unten beim Reingehen, das ist hier nicht. Ich bin durstig. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu trinken. Das ist natürlich scheiße. Es gibt hier aber irgendwo einen Brunnen. Du bist aber jetzt immer noch nicht. Ja, okay. Du suchst dir doch schon eine Position, wenn du möchtest. Ja. Ah, ich glaube, ich nähere mich gerade meinem Haus. Ja. Deinem Haus? Die Hochhäuser sind ohne Loot, ne? Ja. Überwiegend. Ist das das Haus mit dem Brunnen? Hm. Du slidest im Übrigen auch. Aha. Hast du mich jetzt zum ersten Mal angeguckt? Nee, vorhin auch schon. Hier hat jemand nachgeladen. Hier ist mein Haus. Das ist dein Haus? Ja, wie warte. Hast du denn da auch drauf geguckt? Ja, warte. Verstehe ich gar nicht, aber ist egal. Hä? Welchen Stock? Oh, ja. Oberste. Vor, das letzte, bevor es aufs Dach geht. Warte. Lass mich gucken. Ja. Hier und dann falsche Tür. Mhm. Ja, welche Wohnung? Links oder rechts? Warte. Ach ja, da bist du. Ja, ja. Mit Balkon. Hä? Also.
Nee, falsches Haus. Oh Mann, ey. Ja Mann, die sehen alle gleich aus. Was eine Odyssee. Ja. Was ist da los runter? Bei euch? Ja, Mister hat total keinen Plan heute. Kann man mal so sagen, ruhig ganz offen. Also bin ich heute nicht die Verrückte, okay. Nee, ich bin nur planlos. Hm. Aber ich finde mein Haus noch. Nicht hätte so ich jetzt auch gesagt. Ja, es wird schon. Ja. Nee, was ist das gerade für ein Möwengeräusch? Haben die jetzt auch Möwengeräusche eingebaut? Das war Mister. Wie gesagt, die ist heute sehr konfus. Auch ja, was Geräusche angeht. Das ist auch angeht. Nicht mein Haus. Ich ja. weiß das nicht mehr. Ach Mister, nee. Das ist unglaublich, echt. Ja, das war eins die ganze Zeit. Ich hab ein Bambi gesehen. Balkon super runtergucken. Ich hab ein Bambi gesehen. Das muss eins davon gewesen sein, von denen hier. Aber der Eingang ist so scheiße. Das ist nicht. War das denn vielleicht das ganz große Haus hier? Oder was? Nee, du hast gesagt, du bist nur Treppen hochgelaufen. Ich bin nur die Treppen hoch, dann geradeaus in so einen, auf den Balkon raus. Ja, das Große kann es nicht gewesen sein, weil da musst du auch Fahrstuhl. Ja, da muss das ja eins von denen hier gewesen sein, aber ich bin seitlich reingegangen. Mist, das ist mittlerweile wurscht, echt. Ja, lass uns, ich gehe jetzt hier in eins rein, wenn ich da was sehen kann. Das ist es zwar nicht, aber egal. Nee, das kann doch nicht angehen, ich bin doch nicht... Ups, warst du das? Nein, das war Mister, das ist... Wolltest du mich einschieben? Bei jedem Soundbug, Herr, macht sie sich in der Hose. Ja, ich bin heute schon mehrfach beschossen worden. So, ich gehe jetzt hier hoch. Ich gucke jetzt, ob das der Balkon... Ich finde meinen Balkon wieder. Ich verhungere hier gerade. Auch das noch. Ja, aber in Wirklichkeit, nicht im Spiel. Ach, in Wirklichkeit? Mm. Das ist ja nicht so schlimm. Ich habe gerade einen Bambi gesehen, das war mein Highlight gerade. Na, bist du denn jetzt in der Stadt gelaufen oder was? Ja, also ich krepel am nördlichen Zipfel, aber ich traue mich nicht so ganz. Du? Was ist denn? Ich glaube, das sind die Häuser weiter unten. Oh Mann. Weiter unten? Ja. Oh Mann, das Insekt ist wieder da. Was soll das denn jetzt heißen, weiter unten? Ja, da ist doch, wenn du hier rausguckst, noch eine Straße. Ich bin nicht mehr bei dir, ich weiß nicht, was bei dir hier rausguckst. Ja, ich suche das jetzt. Such mir gerade selber nach. Such dir eins, ich suche mir meins. Ich gehe jetzt auch gleich hoch raus. Das reicht mir langsam hier mit euch. Kann ich nicht angehen. Schlechteste Idee mit Hochhaussuche. Okay, das war auch ein Scheiß. Ich glaube, ich muss zurück. Also, hier ist doch mal eine Sicht. So. Schön auf dem Balkon. Balkon. Kann mir mal einer sagen, wo hier Tscherno ist? Oh Gott, ey. Am Loot. Ja, am Pförtnerhäuschen. Containerhafen. Ja. Sehe ich zwei. Okay, das sind wahrscheinlich die aus dem Roten Haus. Oh, hier habe ich ja wunderbare. Warum liegt da jetzt keiner mehr auf diesen höchsten Gebäude? Ja, Mann, du das Haus gefunden haben, was ich meine. Aber wo bist du hin? Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Das bin ich genauso konfus wie du. Ja, das macht nichts. Ich gehe jetzt auch auf dem Haus. Ich sehe nicht mal mehr die Stadt. Ja, dann bist du auf der falschen Seite. Musst du gegenüber in die Wohnung rennen. Bist du auf der Rückseite. So, no risk, no fun. Wenn da oben einer ist, bin ich jetzt tot. Ach, das ist doch scheiße hier so. Also auf meinem Hochhaus, da lag schon ein ruiniertes AK-Magazin, also war da schon mal wer. Okay, also ich bin jetzt nicht ganz so hoch. Ich kann sogar selbst die Silos im Hafen sehen, auch da liegen keine drauf. Siehst du mich? Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, dann such mich mal. Such Bild. Bist du irgendwo auf dem Dach, oder ja. was? Bürogebäude am Hafen ist auch einer drauf. Bürogebäude am Hafen ist der Scheiße. Ich bin viel zu weit. Ah, das kann ich, das lässt sich doch gut. Das ist zu weit für mich, da sind Häuser zwischen. Hajo, auf welchem bist du noch auf der Incherno? Nee. Du musst irgendwo eins der äußeren von Dubki hoch aus. Ganz im westlichen Teil. Genau. Ja, kann sein, Mister, ich weiß nicht. Ja, genau. Da ich müsste es eigentlich genau irgendwie in 200 Meter, 300 Meter. Du müsstest über das Klavierhaus praktisch rüber auf die Factory gucken können. Zur Info, hier war gerade ein Schuss in der Stadt. Ja, haben wir nicht gehört, leider. Bei uns ist das ein bisschen weiter weg. Also ich spotte, glaube ich, auch auf das Athena-Gelände, wo wir letztens waren. Schießt jemand auf mich? Das Rathaus sehe ich, das Hotel sehe ich. Läuft noch ein Spieler? Ja, genau, da müsstest du den Turm, da bist du ziemlich östlich, dann stimmt das. Dann sind wir da im Wald dran vorbei. Wo viele Gleise sind. Ja.
kurz bevor es nach Süden zu dem Containergebiet geht. Aber ich sehe auf keinem Dach irgendjemand. Nee, zwei Bewaffnete, ein Bambi und... Nee, du bist wahrscheinlich irgendwo im Hafen, ne? Nö. Ich bin im Norden der Stadt. Im Norden der Stadt? Ja, auf den Hochhäusern. Ja, da bist du wahrscheinlich auf einem Dach, was etwas niedriger ist, kann das sein? Ich bin genau neben dem Fußballfeld auf dem Hochhaus. Ich weiß nicht, wo das Fußballfeld ist. Da beim Tech-Gebäude, wo du mal in dem Schuppen gestorben bist. Aha. Ja, da habe ich, glaube ich, sehe da eine... Ach ja, das Tech-Gebäude sehe ich so. Da ja. Ist auf dem Dach übrigens keiner. Bist okay. Du auf dem Dach? Nee, ich bin rechts daneben. Auf dem... Ja, bisschen weiter im Norden noch. Von dir aus gesehen. Nee, von dir aus gesehen ein bisschen weiter. Also so ein bisschen runterzielen sozusagen. Ja, da sind Bäume bei mir im Weg. Ich weiß nicht genau. Also siehst du nicht gegenüber von... Siehst du das Denkmal am Tech-Gebäude? Ja. Okay, da gucke ich gerade drauf. Ja. Von Norden quasi aus. Ja. Wo muss ich denn dann dahin? Bisschen nach rechts. Und ein bisschen nach unten zielen. Nee, ja, da kann ich nicht. Da kann ich leider nicht. Da sind Bäume drauf. Vor, deswegen sehe ich dich auch nicht. Ich sehe halt dieses Silo. Da kann ich wunderbar drauf gucken. Ja, genau. Und noch ein bisschen weiter rechts und noch ein bisschen weiter runter. Im ja, Prinzip und da sind genau überall, ist alles voller Bäume bei mir. Da kann ich nichts sehen. Mir das auch geklärt. Ja. Ist eigentlich jemand auf diesen Factory-Gebäuden da? Auf den ganz hohen? So. Auf den ganz hohen, wo wir am Anfang immer drauf... Mhm. Nein, da ist ja, keiner drauf. Sehe ich gerade, da sitzt ganz oben einer am Schriftzug. Was? What? Ja, okay, das ist dann auf der Rückseite von mir aus gesehen. Kann ich nicht krass, sehen. Ich muss ein Haus ja. Weiter. Dann hau ihn weg, der kann mich sehen. Der spottet. Ja, mach ich. Warte. Der spottet aber auf die drei, die wahrscheinlich auf dem Bürogebäude am Hafen sind. Ah, okay. Da laufen immer noch drei. Also guck da nach Süden. Ja. Ja, gut, bevor dann bin du ich schießt, safe. Warte noch. Ich muss mal eben messen ungefähr, wie viele Meter? Ja, 600? Ach, Alter. Oh, okay. Da schießt jemand vor mir. Jetzt kannst du von mir aus schießen, wenn du Schussfeld hast. Falls er nämlich dann nach hinten flüchtet, dann nehme ich einen Unterbeschuss. Ich auch. Aber es kann sein, dass sie jetzt in dein Haus kommen, Hanno. Sag Bescheid, nicht erschrecken. Ich habe vor mir auch gerade einen Schuss gehört. Du bist nicht ganz hochgegangen, ne? Nur na, jetzt habe ich Etage, den auch, ne? Nicht, auch nicht mehr im... Doch, jetzt... Er muss aber noch Vorderseite sein, also hinten ist er nicht. Ja, direkt am Schriftzug, der hat er sich eben hingelegt. Warst du das mit der Schuss? Nein, auch nicht. Dann schießt die ganze Zeit vor mir jemand. Das ist bestimmt der auf dem Hocker. Jetzt. Deinen Schuss habe ich nicht gehört. Ich auch nicht, aber du bist wahrscheinlich zu weit weg von meiner Position. Aber er scheint auf jeden Fall nicht nach hinten zu flüchten. Ja, wenn, dann wird er in den Kabuff wahrscheinlich auch hier reingehen, ne? Ich kann meine Waffe gerade nicht wechseln, was ist das? Oh, Server ist down. Scheiße. Na, okay, mach mal Folgenpäuschen auch hier. Wir sind schon längst in der Zeit auch. Déjà-vu? Wir machen ein Folgenpäuschen. Und ich habe gerade meinen Turm gefunden. Ja. Wir hoffen, ihr Erfolg hat euch gefallen. Trotz des vielen, ich sehe nichts, aber wir geben unser Bestes. Das Chaos von Mister, das war auch schön anzusehen. Seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ah, jetzt ist weg. Ist Server, jetzt steht da nicht mehr die Nachricht. Ja, aber bei das ist wird ein Server. Okay, ja. Gut, macht's gut. Tschüss. Bis bald. Adieu, mit tschüss. Ciao.